Ja, Skill-Based Matchmaking, ne, Monte? Ich bin der Meinung, TikTok und Skill-Based Matchmaking ist die Pest unseres Jahrzehnts. Was sagst du? Ja, Skill-Based Matchmaking ist Katastrophe, Digga. Aber auch, auch TikTok, Digga. TikTok? Auch TikTok ist die Pest unseres Jahrzehnts. Wie kommst du jetzt auf TikTok gerade? Ja, einfach TikTok ist einfach eine Pest. Ja, also TikTok hat Social Media auf jeden Fall verändert, ja. Aber es wäre nichtsdestotrotz doof, es als Creator des öffentlichen Lebens nicht mitzunehmen. Nee, Bruder, habe ich keinen Bock. Ich sag's dir, wie es ist, wenn bei mir irgendein Clip auf TikTok viral geht, wo ich wieder geraged habe oder so, dann kommen die Leute in den Chat, schreiben, raste aus. Dann kriegen sie einen Timeout, beim nächsten Mal schreiben sie, warum wurde ich getimeoutet, du Hurensohn. Dann ist der Typ Permaban und das war sein Beitrag. Die Leute brauchst du nicht im Twitch-Chat. Ja, aber die Realität ist krass und das weißt du selber auch, Digga, von 100 Leuten, die von TikTok kommen, über, sagen wir mal, eine Woche, werden vielleicht 60% gebannt, weil die Quatsch schreiben, aber trotzdem bekommst du 40%, die noch neu zuschauen. Also nee, TikTok, Digga, ist nicht nur so ein Quatsch. Ja, ist ja TikTok, okay, ist ja deine Meinung. TikTok sind größtenteils NPCs, die brauche ich nicht. No front. Aber mach mal bei dir den Subscriber-Mode aus. Nee, ich habe keinen Subscriber-Mode aus. Ach so, gut. Ich habe immer aus. Ja, ehrlich? Ja, natürlich. Deshalb ja, Bruder. Deshalb, ach ich ja, sehe es ja. Stimmt, deswegen könnt ihr überhaupt reinschreiben. Genau, ich sehe es ja. Deshalb sehe ich ja dann auch immer das, ne? Ja, kriege ich wahrscheinlich schon, ja. Also da, deshalb, Monte, ne, klar, ich habe, wenn ich Sub-Modus anhätte, müssten die Leute erstmal subben, um Scheiße zu schreiben. Jo. Dann ist es natürlich deutlich geringer und du hast ja oft Sub-Modus oder ich glaube fast immer. Aber weil ich ja, ich mag das einfach, wenn der Chat schnell ist, alle Viewer sind Supporter, alle sollen schreiben können. Und TikTok feiere ich einfach nicht, ne? Soll sich jetzt auch keiner angegriffen fühlen, wenn ihr ja viel TikTok nutzt, aber bin auch der Meinung, das ist eine App, die schadet einem mehr als das, was bringt. TikTok hat schon sehr viel verändert und das merkt man auch zum Beispiel daran, wenn man eine Serie schaut oder ähnliches, dass die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering geworden bei den meisten. Bei mir auch. Bei mir Gott sei Dank nicht. Weil ich das fühle ich aber auch, Digga. Bei mir aber auch, 100%. Auch YouTube Shorts und Instagram Reels und so. Ich gucke mir auch eher Shorts und so an. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, was wäre ein Traumpartner für euch, mit dem ihr noch nicht eine Kooperation hattet? Ich wollte damals immer Mann! Sennheiser haben. Digga, was denn? What the fuck? Digga, ja, ich springe hier immer in diese verfickten Scheißbüsche rein. Traumpartner. Ja, Monster für Monte, das war mal. Die haben sich ohne Scheiß-Chat. Stimmt, wisst Monster ihr, wie dumm Monster die Clownsnase aufhat? Monster hätte so einen unfassbar reichweitenstarken Europäer haben können in ihrem Creator-Portfolio, wenn ihr so wollt. Und die haben die Partnerschaft mit Monte so unfassbar reingejoked. Und das war vor Monte-Skandal, ne? Dass man sagen könnte, ja, deshalb und so, puff, peng. Die waren so unfassbar, die haben ihn behandelt wie Scheiße. Ja, guck mal. Aber brauchen die auch nicht, ne? Also die brauchen ja kein Monster. Ja, Bro, aber trotzdem tut man den Leuten Respekt entgegenbringen, ja, indem man wenigstens absagt. Nee, guck mal, Kurzfassung, ich will auch nicht mehr über Monster jetzt bashen oder so. Monster hat mir zweimal einen Vertrag angeboten, zweimal gesagt, wir möchten eine Partnerschaft mit dir. Und zweimal haben sie dann, als es hieß, okay, cool, wir haben eine Einigung, schickt mir bitte den Vertrag, mich einfach gedonowalt. Es kam nichts mehr, keine Reaktion. Man hat Zeit investiert, man hat Liebe investiert, man hat alles investiert, um am Ende zweimal eine Zusage zu bekommen für eine Partnerschaft. Den Deal fixt man. Ich rede nicht davon, dass man sagt, ja, so und so und so, sondern ich rede wirklich darüber, dass die finanzielle Vereinbarung, das, was ich aber auch leisten soll, alles war vereinbart. Man hatte längere Calls, man hat wirklich Zeit und alles investiert und man hatte im Grunde einen virtuellen Handschlag. Und dann wurde sich nicht mehr gemeldet. Zweimal. Und dann zweimal. Einfach nur so eine Wall, wenn nicht. Ja, einfach keine Antwort mehr. Der Ansprechpartner, mit dem man den Deal klar gemacht hat, hat sich auf einmal nicht mehr gemeldet. Und das zweimal, imagine. Hier sind auch Shots. Jungs, ich brauche immer noch Blue Life ein bisschen. Und jetzt, Bruder, klaust du den dick Marktanteil. Wichtig. Ach, Digga, darum geht's. Selber schuld. Es war einfach das Gefühl der Missachtung so mäßig. Also so Traumpartnerschaft, um nochmal deine Frage zu beantworten. Genau, genau. Traumpartnerschaft wäre so schon sowas wie beispielsweise Ralf Lauren. Trage ich sehr, sehr gerne. So, weißt du, ist einer meiner absoluten Lieblingsmarken. Immer krank.
Also so Partnerschaften wie zum Beispiel mit Ralf Lauren wäre geisteskrank, aber auch natürlich so eine Partnerschaft mit Mercedes oder so Dinge, ach, die man wirklich Montaut komplett haut voll die kranken Partner raus. Das war auch deine Frage. Das ja, stimmt natürlich, stimmt. Hat der Kaya Red Bull von auch ausgesagt? Wie meinst du Red Bull auch ausgesorgt? Du meinst mit Red Bull eine Partnerschaft? Also ich kann dir eins sagen, Red Bull, die ganzen deutschen Influencer, die du siehst beispielsweise, die verdienen nicht viel Geld, Digga, die mit Red Bull gepartnert sind. Red Bull ist eher Prestige-Partnerschaft. Genau. Müssen die auch nicht, genau, müssen die nicht. Right. Also ich gebe jetzt einfach mal nur eine Zahl. Wenn ich jetzt mit Red Bull gepartnert wäre, würden die mir monatlich vielleicht, sagen wir mal, 10.000 Euro bezahlen. Lacher. Fixsumme. Ist viel Geld für viele von euch da draußen und das verstehe ich auch und das ist alles gut. Ist aber nicht in deiner Reichweite. Mit der Reichweite, die ich mitbringe, wäre es im Verhältnis zu anderen Partnern wenig, aber Red Bull ist halt Prestige, einfach zu sagen, mit Red Bull gepartnert zu sein, plus Red Bull macht mit dir viele coole Events, du wärst auf viele coole Events eingeladen, so, ne? Also jetzt irgendwie, ja. Das ist eigentlich der Caster jetzt, Prestige-Partner Red Bull, 100%. Danny, für dich? Lieferando oder was? Ja, ne, für dich den Alpecin-Kasten, ne? Ja. Och, Digga, Bruder, Danny, du bist noch nie auf meinen Haarausfall gegangen. Das nimmst du zurück. Nee, finde ich gut. Auch nee. Mal Konter geben. Nein. Auf Nase gehst du alles, Digga, aber Bruder, du kannst doch nicht auf Haaransatz gehen. Da bist du ja auf demselben Niveau wie KS-Freak. Gut, Schere, nehme ich zurück. Quatsch, Digga, du darfst. Spar ich mir für schlimmere Zeiten auf. Du darfst. Carsten könnte so geile Produktplatzierung machen für Airbus. Warum Airbus? Nur weil die auf deine Stern landen können, Digga. Bei mir aber auch. Bruder, Plan B. Plan B, Digga. Wenn es nicht mehr läuft, einfach mobiler Flugplatz. Ja, ich hatte Spaß. Das Schöne ist, wir können uns gegenseitig da ein bisschen mit fertig machen, aber du könntest easy peasy eine Harttransplantation machen. Ja. Dann ist das Problem gegessen. Aber mich selber stört das gar nicht. Das ist immer, den Leuten fällt das auf, weil sie dir den ganzen Tag in die Fresse schauen in den Streams und Videos. Ich selber, wann schaue ich mal in den Spiegel? Hauptsache dein Schwanz steht selten. Auch, sage ich so. Genau, also mich stört das gar nicht so. Die Leute fragen immer, Bruder, gehst du mal Türkei, Haartransplantation? Digga, ich finde die kurzen Haare fresh, Hauptsache Bart ist gut am Start und so. Bin zufrieden. Für Re-Rap. Sehen. Also Danny, doch. Traumpartnerschaft? Ja. Digga, ich wollte damals, das ist wirklich was zu masten, hat gerade mein Chat mich darauf hingewiesen. Ja, erzähl. Kennt ihr Beef Jerky? Ja, habe ich, das habe ich, du hast mich damals influenced, ich habe da dann echt mal eine dicke Bestellung aufgegeben und es war wirklich lecker, das Zeug. Ja, ist halt todesteuer, ich habe mir davon so viel geholt und wollte unbedingt eine Partnerschaft haben, dann habe ich die sogar angeschrieben, die haben mir zurückgeschrieben, die wollten mir quasi nur Ware zur Verfügung stellen, und da habe ich dann gesagt, das ist nüchtisch, ich wollte Jash haben. Hätte ich mitgenommen. Sonst hätte ich hätte immer noch sehr, sehr Sennheiser gefeiert, wegen den Headsets, ich habe mir damals wegen IMQ, die kennst du ja auch noch, ne, Carsten? Natürlich. Ich habe mir wegen dem damals, so ein Headset geholt von denen und das war so bequem, wollte ich immer haben als Partner Sennheiser. Aber sonst, richtige Traumpartner weiß ich nicht, Digga. Richtige, also bei mir ist es tatsächlich ganz unspektakulär, FromSoft, die Macher von halt den Dark Souls Spielen und Elden Ring und so, das wäre Traumkooperation. Da wäre ich was so fucking, was? FromSoft, also der Publisher, der Spiele-Designer quasi von Elden Ring und den ganzen Dark Souls Spielen. Mit denen eine Kooperation zu haben, wäre geisteskrank, Digga. Und mit CG Projekt Red, den Witcher-Machern, also mein absolutes Lieblingsspiel, hatte ich schon eine Kooperation zu Cyberpunk. Da war ich auch, ja, mehr als gerührt. Cyberpunk nicht auch voll gefloppt, Digga? Das wusste man ja vorher nicht, Bruder. Das sind aber trotzdem halt die Witcher-Machern, Nee, darum geht's doch nicht, Aber mich gerade nur interessiert. Das Game auch so todes im Hype war eigentlich. Also die PS4-Version war schon echt eine Frechheit, aber ich hab's auf der PS5 gespielt und da war's wirklich gut. Nicht perfekt, aber gut. Ja, Activision als Partner, Chat, genau. Das ist es. Das ist es, Activision. Kooperation mit Gönnergy wäre auch nice. Habt ihr eigentlich vor, sowas zu machen, Monte? Auch Kooperation mit Dingens? Wahrscheinlich nicht, ne? Deine eigene Reichweite reicht. Müssen nicht irgendwelche Streamer-Kollegen bewerben. Doch. Wir sind schon auch am Überlegen, mit Streamer-Kollegen eine feste Partnerschaft einzugehen, ja? Doch. Echt? Boah, geil. Krass, aber hätte ich auch gedacht, das, was Carsten sagt, macht eigentlich schon Sinn. Ja, aber guck mal, mein Geschäftspartner hat eine Sache zu mir gesagt, Digga, wo er recht hat. Ja. Ich habe auch genau das Gleiche zu ihm gesagt und habe zu ihm gesagt, Bro, wieso sollte ich irgendjemand anderen bezahlen für Reichweite? Bei mir läuft, ich habe 5 Millionen bei Twitch und 3,5 Millionen bei Instagram. Und dann hat zu mir gesagt, ja Marcel, aber in Deutschland benutzen über 20 Millionen Menschen Instagram. Wo sind denn die anderen 17 Millionen? Ja, right. Ja. Gerade so bei der Frauen-Fanbase und so, ne? Ja, und ist true, ist true. Ja, Jungs, jeder markiert wieder woanders, was soll das? Ja, lass das Rot nehmen. Oh. Aber die 5 Millionen, die du jetzt hast, oder was du auch bei Instagram hast,
das überschneidet sich ja schon sehr stark, wenn du jetzt hier irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel mich nehmen würdest, weißt du, meine Follower sind deine Follower. Genau, aus derselben Bubble auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Genau. Wir würden dann gezielt Zielgruppen nehmen, wo wir wissen, dass die sich nicht mit mir krass überschneiden. Ninja, was würde mir Ninja bringen, Digga, als Bewerber meines Energies, wenn wir das nicht mal verkaufen in dem, in der Hood? Lil. In der Hood. Eine Menge Ausgaben für die Firma, Lil. Also wenn du deine Instagramerin brauchst, ne, einfach Sunny Loops anfragen, Monte. Ich habe gehört, die nimmt jedes Placement mit. Ja, ich nehme sie aber nicht mit. Bruder, ich weiß. Ich glaube, auf der Welt wäre sie die allerletzte, die eine Anfrage kriegt von Gönnerty, von euch. Ja. Mein Name ist auch Sunny Loops. Die allerletzte, Digga. Also ich bei mir Placement Loops. Also ich sag dir ehrlich, boah, Carsten, geil, Bruder. Wenn Sunny Loops eine krasse Reichweite, beziehungsweise auch eine kauffreudige Reichweite hätte. Und meine Geschäftspartner sagen mir, Diggi, das ist genau die, wo wir drauf aus sind, dann muss ich auch mal über den Schatten springen. Genau, wenn das geschäftlich Sinn macht. Aber das macht's halt einfach nicht, ne? Mhm. Bruder, wie es dir einfach gut geht. Oh, lieber, das mit Alpecin war so ein Spaß, Carsten. Das zeig ich nie wieder. Bruder, ich fand den, also Re-Rap, ich fand den Call richtig geil. Der war wirklich ehrenlos, aber du bist doch... Wirklich jetzt? Ja. Du Hund! Nicht mal selber einfallen lassen. Das hat 2 Sekunden vor dem Check geschrieben und ich hab's einfach auch vorgelesen. Ja, Bro, weil Re-Rap, du hättest das niemals von alleine gesagt. Bei mir sind Gegner. Ja. Niemals. Oh, dafür hast du mich zu lieb. Das war so geil, Chat, als KS-Freak auf TikTok Ansagevideo gemacht hat und auf meinen Haaransatz gegangen ist. Digga, er wurde so geshit-talkt in den Kommentaren, weil er auf Ausgehen gegangen ist. Bruder, er wurde wirklich, also es war wirklich bodenlos. Ich glaube, von 150 Kommentaren, sag ich dir gleich, ich glaube, von 150 Kommentaren waren 2 Leute, die mich auch gefrontet und beleidigt haben. Die anderen 148 haben ihn einfach totgedisst, Digga. Ich musste nicht mal selber irgendwas sagen oder so. Er wurde einfach so zerrissen in den Kommentaren. Oh mein Gott! Das war, Monte und ich waren bei Hugo im Stream. Hier ist irgendwo noch ein Gegner, ne? Danny. Bei diesem 7 Tage nichts essen. Das, was du niemals durchhalten würdest. Lass doch mal den... Ich erzähl hier was, Danny. Lass doch den armen Mann in Ruhe. Ja, gut. So. Und da saßen wir bei Hugo im Stream. Und da hat Monte irgendeinen... Digga. Also... War das der Gegner, nicht Danny? Ja. War Gegner, ja. LOL. Achso, ich dachte, das war der... Warst du die ganze Zeit? Hat die mehr Pumpkin-Modi? Mann, wer staubt den denn wieder ab auf Dreckig? Deine Mutter hat gestaubt, abgestaubt, meine Wohnung. Dein Vater hat geblasen. Komm, was? Wie kann man, was ich an dir auch so feier, Bro? Du bist auch so unfassbar schlagfertig einfach, Digga. Geil. Dein Vater hat geblasen, ist jetzt nicht unbedingt schlagfertig. Digga, aber es kam sofort. Es kam sofort, weißt du, wie ich meine? So wie deine Mutter als sie gefickt hat. Digga, ich liebe dich so sehr! Mann. Platin! Ja! Wow! Oh, Pumpgun, Money! Oben vom Berg. Ist das verrückt? Pumpgun, Money! Fresse, ja, Danny! Kauf dir welche, du scheiße Lohnkopf, Digga! Sich aus dem scheiß Sozialamt für Schrot finden muss ich. Ich hab was für dich, Danny! Komm doch her, mein Süßer! Ja, Monte mag dich nicht mehr, ich mag dich immer. Wo sind die Bastarde jetzt? Oder ich habe halt keinen Grabbler, ne? Ich brauche da gar nicht mit hochkommen. Also eine der heftigsten Sprüche, die du jemals rausgehauen hast, war, Danny, als wir im Call waren mit Mickey zusammen und er gesagt hat, auf Madeira gibt es keine, kaum Obdachlose, nur die, die es halt wollen so. Und es gibt 4 Obdachlose und die kennt man. Und du hast einfach trocken rausgehauen, wenn ich da bin, gibt es 5. Ist nicht auszuschließen, immer noch. Ja, es war wirklich, es war so ein Platin-Banger in dem Moment. Da hat mich richtig zerrissen, Digga. Was ich noch sagen wollte, vorhin wegen Ralf Lauren Monte, was ich bei Honey Poo voll krass fand, sie hat einfach eine längere Partnerschaft mit Tommy Hilfiger, oder wie das hieß. Mit wem? Tommy Hilfiger, oder? Die Marke? Tommy Hilfiger, meinst du, ja. Oder, keine Ahnung, wie man das ausspricht, man muss stoßen. Hilfiger, Digga, ja. Hilfiger! Wer kennt den helfenden Finger nicht, Digga? Digga. Ach, Scheiße. Auf jeden Fall, ja. Schon weird Flex.